Die Legende von Navi, Teil 1. So fand er heraus, woher der fürchterliche Gestank kam. Aus seiner Windel. Oh. Ups. Zurückspulen. Seiner Windel. Oh. Wow. Gute Reflexe. Danke. Jetzt bin ich dran. Passt auf. Denn dieses schreckliche Monster hasst Babys. Ich erzähle euch jetzt die Legende von Navi. Oh, Navi! Mit der Kraft des goldenen Horns konnte Navi alles mit einem Blick in Gold verwandeln. Er muss einen goldenen Schnuller angesehen haben. Und deshalb ist er jetzt golden. Genau. Kann er mein Surfbrett vergolden? Kein Baby hat es je gewagt, sich ihm zu nähern. Da habe ich kein Interesse. Ich mach's. Ich werde lieber neue Sternbilder entdecken. Das ist viel ungefährlicher. Ich will Fotos machen. Hey, mach den Blitz aus. Wir können nichts sehen. Und wer wird euch den Weg zeigen? Wer könnte, wer würde? Na toll, das habe ich jetzt davon. Das Monster kann nicht so böse sein. Glaubst du, die Goldkraft ist echt? Ich werde nicht direkt hinsehen, falls es stimmt. Schack, Sonnenbrille. Ja, ich habe sie mir ausgeliehen, falls... Wir sind fast da. Folgt mir. Wir laufen hier schon seit 3 Stunden in der Gegend herum. Vielleicht sollten wir zurückgehen. Ein goldener Stein! Das kann nur eines bedeuten. Oh, Navis Höhle. So, jetzt haben wir es gesehen. Lass uns lieber heimgehen, bevor er aufwacht. Navi! Wir möchten dich kennenlernen. Magst du Eiscreme? Hilfe! Hilfe! Er will uns in Gold verwandeln! Vielleicht wollte er uns ja gar nicht in Gold verwandeln, sondern dass wir die goldene Eiscreme probieren. Die muss echt lecker sein. Wie schade, dass ich das Eis fallen gelassen habe. Jetzt ist keine Zeit für Fotos, Daggy. Das hier ist ernst. Wir könnten zurückgehen und es holen. Ich gehe nicht nochmal dahin. Hey, du nervst mich echt. Navi ist ein Baby. Genau wie wir. Und es ist einsam. Armer Navi. Er muss gedacht haben, dass wir nicht seine Freunde sein wollen. Armer Navi. Ich weiß, wie wir das in Ordnung bringen. Zurückspulen. Das schmeckt ja nach gar nichts. Navi? Wir wollen deine Freunde sein. Hab keine Angst. Navi, möchtest du mit uns spielen? Wow, die sind ja toll. Es tut mir so leid. Alles, was ich anschaue, verwandelt sich in Gold. Sogar mein Tierchen ist eine goldene Statue. Wir müssen ihm helfen. Keine Sorge, Navi. Ich habe alles in Eiscreme verwandelt, bis ich gelernt habe, meine Kraft richtig zu kontrollieren. Du brauchst nur etwas Übung. Hier, du kannst Shaqs Sonnenbrille bekommen. Dann musst du dir nicht die Augen zuhalten. Oh, jetzt hätte ich fast goldene Fingernägel bekommen. Wow, echt modisch. Was für ein toller Look. Ich find's klasse. Lasst uns anfangen. Kannst du die Gegenstände sehen? Okay. Los geht's, vorsichtig. Das ist schwieriger, als ich erwartet habe. Wow! Ich glaube, ich kann es jetzt endlich kontrollieren. Ein Test? Perfekt. Toll. Es schmeckt nach nichts. Es ist toll, zusammen aus dem Fläschchen trinken zu können, ohne irgendjemanden in Gold zu verwandeln. Ich wusste, dass du uns nicht hasst. Danke, dass ihr jetzt meine Freunde seid. Golden Magic Tears! Wow! Toll! Goldene Pyjamas! Dank euch verwandle ich jetzt niemanden mehr in Gold. Aber arme Nara, wir müssen ihr helfen. Können die Crybabys Nara zurückverwandeln? Verpasst nicht die nächste Folge!
haben die Quababys Navi gefunden. Ein neues Baby mit der Kraft, Dinge in Gold zu verwandeln. Sie halfen ihm, diese Superkraft zu kontrollieren. Aber es gibt noch ein kleines Problem zu lösen. Die Legende von Navi Teil 2. Baby Fantasy wird eine Lösung für uns haben. Und Nara wird nicht mehr länger vergoldet sein. Wir können wieder zusammen spielen. Ja! Geht ihr auch zur Zaubershow? Missy! Sie ist so langsam. Das ist ansteckend. Wir kommen zu spät zur Zaubershow. Ich komme. Ein neues Baby. Hi, Babies. Und es hat eine goldene Statue. Das ist unser neuer Freund Navi. Und das da ist keine goldene Statue. Das ist Nara und sie ist mein Tierchen. Es ist nur so, dass ich meine Superkraft nicht kontrollieren konnte und ich sie in Gold verwandelt habe. Kannst du ihr helfen, Tina? Na klar. Ich finde eine Lösung. Die Show haben wir eh verpasst. Du bist so nett. Ich kann gar nicht anders, als dir ein Geschenk zu machen, weil ich so gerne Dinge verschenke. Um ein goldenes Tierchen wieder zum Leben zu erwecken? Ich habe eine Lösung, aber es ist nicht einfach. Das wird ziemlich kompliziert. Schon okay, wir helfen ihr. Dann passt gut auf bei meinem Song. Wenn du diesen magischen Fluch brechen willst, brauchst du dieses super klare Wasser. Du tauchst es dreimal unter, dann singst du dieses Lied. Nach dem letzten Tropfen Wasser, dann siehst du gleich, was das Wasser kann. Und magisch klar und so erfrischend und so souverän. Doch tauchst nicht in die Wanne, denn das wird nicht funktionieren. Selbst wenn du ein Sandloch gräbst, wird's auch nicht funktionieren. Wasser warm und magisch klar und so erfrischend und so blubberig. Es gibt einen Ort, der magisch ist, und jetzt sag ich dir was Tragisches. Der Ort ist... Wo ist der Booster? Der Ort ist... Wo ist der Booster? Der Ort ist... Wo ist der Booster? Wo ist der Booster? Wo ist der Booster? Wo ist der Booster? Keine Ahnung. Mit einer goldenen Kugel kann man unmöglich etwas sehen. Hey! Wie sollen wir den magischen Ort denn nun finden? Natürlich! Die Zaubershow! Ich hatte schon genug Magie für heute. Wir finden bestimmt eine Lösung in Lalas Zauberbuch. Das Zauberbuch ist streng geheim. Lala wird es uns niemals zeigen. Ich finde es nicht besonders gut, aber wir müssen es uns ausleihen. Und jetzt sage ich die magischen Worte. Abracadabra. Hokus Pokus. Ich verwandle es in eine leckere Eiscreme. Oh, tut mir leid, Lala. Eiscreme zu verwandeln überlassen wir wohl besser Dreamy. Mal sehen, ob sie das mehr Buch Glück hat mit ihren verrückten Kartentricks. Für dieses Spiel brauche ich eine Freiwillige. Applaus für Jessie. Wähle eine Karte. Sehr gut, du hättest eine andere nehmen können, hast dich aber für diese entschieden. Sieh sie dir an. Ist sie gut? Perfekt. Jetzt werde ich etwas Zauberpuder in diesen Zylinder tun. Und in dem Zylinder befindet sich Jessie. Zeigst du uns deine Karte? Oh, die Rose. Mal sehen, was wir hier haben. Ups, bis zum nächsten Mal. Danke. Sag tschüss zu Lala mit einem großen Applaus. Wohin ist sie verschwunden? Was macht ihr denn hier? Wir wollten einen Blick in dein Zauberbuch werfen, um unseren neuen Freund zu helfen. Aber dann fragt mich doch, sonst ruiniert ihr die Show. Aber nur fast. In dem Buch stehen doch nur Tricks. Es liegt allein an der Künstlerin und... Hier steht's! Dieser Umkehrzauber funktioniert nur unter Wasser. Oh, es fehlt ein Stück von der Seite. Wo ist es? Es ist in der Blase. Was sollen wir nur tun? Er hat die Blase vergoldet. Gut gemacht, Navi. Dieser Umkehrzauber funktioniert nur unter Wasser. Im großen Regenbogensee. Ja, wir haben es. Golden Magic Tears. Wow. Klasse. Goldene Pyjamas. Auf zum Regenbogensee. Hey, hier steht das. Hoch mit dir, Lady. Ja. Der See von schlimmen Wirbelstürmen geschützt wird. Oh. Verpasst nicht die nächste Folge.
euch an unseren neuen Freund Navi. Tina hat herausgefunden, wie wir sein Tierchen wieder zurückverwandeln können. Wir mussten mit einem Heißluftballon zum Regenbogensee fliegen. Wow! Das macht Spaß! Juhu. Die Legende von Navi, Teil 3. Achtung, Notlandung! Was für ein Flug! War das nicht aufregend? Aufregend? Wir sind fast abgestürzt. Mir schwindelig. Wir sind endlich da. Wo ist der See? Wir sind noch nicht da, Tina. Der Regenbogensee ist auf der anderen Seite des Berges. Was? Wasser warm und magisch klar und so erfrischend. Mal sehen. Die Karte sagt, wir sind fast da. Wir müssen nur noch durch diese Höhle. Es ist zu dunkel. Ich kann gar nichts sehen. Duimi, das kann keiner. Ich habe eine Idee. Wow. Mirna, bleib hinter Wim, damit niemand verloren geht. Okay, gute Idee. Wasser, warm und magisch klar. Okay. Wow, Schnee! Ich liebe es! Wie toll! Ist das Schnee? Wie schön! Ich habe noch nie welchen gesehen. Wofür ist der gut? Für Schneeballschlachten! Hey! Aua! Aua! Wir sind auf einer wichtigen Mission. Jemand von uns möchte lieber wieder ein richtiges Tierchen sein. Oh, das stimmt, arme Nara. Oh, das war der letzte. Wasser warm und magisch klar und so erfrischend und so blubberig. Wasser warm und magisch klar und so erfrischend und so blubberig. Ob wir irgendwann mal ankommen? Ich möchte nicht mal mehr singen. Shh, trag dir Parfüm, werde dir kühn. Na endlich, ich bin so nervös. Wow, yay! Der Regenbogensee, erinnert ihr euch an die Zeremonie? Wir müssen laut singen, um unserem Freund zu helfen. Nara wird dreimal ins Wasser getaucht. Aber wir müssen aufpassen. Die Fische könnten vielleicht schlafen. Warum lacht ihr? Wir müssen ihr helfen. Wie sollen wir Nara eintauchen, wenn der See gefroren ist? Gefroren? Oh nein! Wie cool, wir können Eis laufen. Lady, pass auf! Wow, wie hast du das gemacht? Ich möchte... Das sieht echt schon richtig gut aus. Es wirkt wie Modern Dance. Vorsicht, Navi, das Eis zerbricht. Oh oh. Nicht bewegen. Oh, was sollen wir tun? Hilfe, das Eis ist hier zu dünn. Ah, ich werde ins eiskalte Wasser fallen. Geh da runter. Wartet mal, ich habe eine Idee. Oh. Das Eis ist jetzt aus Gold. Und es kann nicht mehr brechen. Aber es ist immer noch so glatt. Lange lebe Navi! Seid ihr bereit zu singen? Denn dieser Zauber wird uns Glück bringen. Das Wasser wird seine Arbeit tun. Noch einmal. Taucht es nicht zu oft unter Wasser, warm und magisch klar und so erfrischend. Wenn ich klammer berät. Toll! Super! Toll! Das Wasser war kalt. Wir müssen reden. Mit deiner Kraft und meinem Talent könnten wir richtig gute Geschäfte machen. Missy, hör mal für eine Sekunde auf, mit Navi über Geschäfte zu reden. Jetzt gibt es erstmal eine Willkommensparty. Danke, Babys. Golden Magic Tears. Wow. Klasse. Goldene Pyjamas. Navi und Nara blieben für immer ein Teil bei ihren neuen Freunden. Wow, Golden Ice Cream, wie lecker! Schmeckt nach gar nichts, aber man bekommt eine gelbe Zunge.
Weltbaby ist unglaublich. Es ist das allermächtigste Baby im ganzen Universum. Der Turbo-Tornado. Der fantastische Looping. Hui. Oh. Nimmst du mich bitte mit? Natürlich, Candy. Du hast Superkräfte. Du solltest ein Superheld sein und allen helfen. Man braucht keine Superkräfte, um Menschen zu helfen. Du kannst auch ein Superheld sein. Halt dich fest, Candy. Ich? Ein Superheld? Achtung, Bösewichte! Bad Baby ist hier, um das Babyfläschchental zu schützen! Hä? Na komm schon, spiel mit mir! Ich werde dich retten, Winnie! Autsch! Das wäre Bad Baby niemals passiert. Unsere Mission lautet, beschützt alle Babys. Du wirst mein Kumpel sein. Du wirst Super Winnie! Hä? Wir sind jetzt die Superhelden im Tal. Brauchst du uns, um das Böse zu bekämpfen? Naja, nicht wirklich. Bist du sicher? Keine Probleme mit Bösewichten heute? Keine Alien-Invasion? Nicht wirklich. Ich habe nicht mal eine Fliege gesehen. Bis später. Ich muss los. Kitty baden. Keine Sorge. Superhelden gehen nicht so leicht auf. Hä? Du warst nicht zufällig Superhelden? Nö. Hm? Sorry. Oh? Die Superhelden zur Rettung! Nein! Ein Selfie mit den örtlichen Superhelden? Das ist langweilig. Hilfe, bitte. Hä? Ich brauche Hilfe. Bad Baby kommt zu Hilfe. Und sein Kumpel. Vielen Dank. Kannst du mir mit dem Puzzle helfen? Dir noch einen schönen Tag. So kann man ja gar kein Superheld sein. Das sind keine echten Probleme, Winnie. Ich hab's. Wir machen die Probleme einfach selber. Winnie, pass auf. Wie konnte ich nur meinen Schnuller vergessen? Was ist los mit mir? Oh, ich kann den goldenen Schnuller nicht finden. Keine Panik. Bad Baby wird ihn ganz sicher mit seiner Gedankenkraft finden. Ich kann ihn hier irgendwo fühlen. Hab ihn. Danke, Bad Baby. Du bist mein Held. Die Tür klemmt. Bad Baby wird sie mit seiner Superkraft öffnen. Eins, ich komme. Zwei und drei. Danke, Bad Baby. Und Bad Baby hat Crystal geholfen, als ihre Türe geklemmt hat. Und Candy konnte ihren Schnuller nicht. Mein Skateboard. Bad Baby zur Rettung. Danke, Bad Baby. Warum haben wir in letzter Zeit so viele Probleme? Bleib hier. Bad Baby wird dich mit diesen Sprungfedern retten. Und du bekommst einen Keks. Hey, erwischt. Du bist schuld an den ganzen Problemen. Ich? Nö. Ich wollte ihn nur retten. Richtig, Lady? Lady! Ich bin nicht Bad Baby. Und jetzt ist Lady wegen mir in Gefahr. Hi! Oh. Bettflügel! Billy! Das war knapp. Schau, was du angerichtet hast. Wie konntest du nur diese ganzen gefährlichen Sachen anstellen? Ich wollte doch nur ein Superheld sein. Aber du warst heute ein Superheld. Du hast gerade Navy gerettet. Ihr seid alle Superhelden. Magic Tears! Crying babies, magic tears. Defense, all the points, chocolate.
das beste Tierchen. Ja! Los, Kitty, hol den Ball. Oh. Mein Tierchen ist geschickter. Schau mal. Und hepp. Oh, es ist so süß. Zu Hause hat es geklappt. Hey, Babys, wie geht's euren Tierchen? Naja, mal so, mal so. Wir haben euch von oben gesehen. Naja, Didi hat euch gesehen und uns alles erzählt. Hi, Didi. Und wir sind hergekommen, um euch zu helfen, weil unsere Tierchen sehr geschickt sind. Wir zeigen es euch. Okay, los geht's. Alle auf drei. Eins, zwei, Fantasy-Turm. Nein, doch nicht so. Jetzt werden wir stark und beweglich. Und dafür müssen wir hart trainieren, Disziplin haben und auf den Befehl warten. Hey, wartet! Hey, vorsichtig! Doch nicht so! Das ist ein Trainingsplatz. Aufhören, lass uns trainieren. Wie ich schon sagte, wir müssen konsequent sein. Lasst uns mit den Baumstämmen anfangen. Los, Bru, fang an. Wirklich gut. Sehr gut. Oh, wirklich schlecht. Los, Kitty, du schaffst das. Champion, du bist das allerbeste Tierchen der Welt. Zweite Prüfung, die große Dartscheibe. Bereit, Leni? Los! Oh, Entschuldigung. Wir sind dran. Los geht's. Du bist die Beste. Dritte Prüfung. Die Riesenbälle. Los geht's, Nadi. Du schaffst das. Los geht's, Kitty. Zeig allen, dass du das allerbeste Tierchen der Welt bist. Mach weiter, Kitty. Gut gemacht, Kitty. Und zu guter Letzt die verrückte Mühle. Los geht's. Du schaffst das. Schneller. Oh nein, pass doch auf. Mach nicht so. Wie enttäuschend. Los geht's, Kitty. Du schaffst das. Habt ihr das gesehen? Nein! Glaubt ihr nicht, wir haben etwas übertrieben? Ich glaub schon. Tut mir leid, Kitty. Geht es dir gut? Es tut uns wirklich leid. Magic Tears! Oh. Und jetzt seid ihr dran. Dich nicht vergessen und auf zum Training. Crying babies, crying babies, magic tears.
Spiel. Ja, Bonus. Wenn ich gewinne, bekomme ich das geflügelte Herz. Komm schon, lass mich mal. Doch nicht so. Spring, spring jetzt. Du bist so nervig. Außerdem ist das mein Tablet. Naja, okay, wie du meinst. Aber komm nicht später angekrochen und frag mich, wie du an das geflügelte Herz kommst. Hallo Lena, was ist los mit Dreamy? Ich weiß nicht, sie geht wohl zum Fantasyberg. Lass sie uns suchen. Na gut, los geht's. Einen Schritt nach hier, einen Schritt nach da und das Fantasy-Portal wird erscheinen. Höher als ein Flugzeug werde ich springen, das wird mir über die Leiter gelingen und mich zum geflügelten Herz bringen. Nein, dreh das Lenkrad, dreh das Lenkrad. Hm? Warte, sie könnte sonst einschlafen, bevor sie richtig eingepackt hat. Ja. Was gibt's, Leni? Schaut, das ist ja lustig. Lena hat ein Spiel gemacht, bei dem sie die Hauptrolle spielt. Nein, das bin wirklich ich. Ich? Das ist verrückt. Wir können sie sogar hören. Wie macht sie das nur? Ich weiß nicht wie, aber ich bin hier gefangen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie spielt man? Hey, die Steuerung ist hier. Oh, ich bewege mich. Ich meine, du bewegst mich. Oh, machst du das? Du bist das. Du musst mich steuern. Das ist die einzige Lösung. Ich rette dich. Drück den Sprungknopf. Das ist schwierig. Ist das der Sprungknopf? Nein, Sprung! Das geflügelte Herz. Vielleicht ist es der Weg raus hier. Du kannst auf mich zielen. Wow. Hey! Hey, aufpassen! Ich habe nur noch zwei Leben übrig. Oh Gott. Stopp! Ich werde müde. Videospiele werden nie müde. Sprung, Sprung! Bist du nicht müde? Sprung! Ich will spielen. Nein, du musst warten. Nur weil du nicht abgeben willst. Ich habe nur noch ein Leben übrig. Oh, du bist dran. Nein, nein, du spielst. Jetzt kann mich nur noch Dreamy retten. Wo ist Dreamy? Hier. Was geht ab? Braucht jemand Hilfe? Dreamy, du musst mir helfen. Du bist die Einzige, die besser in dem Spiel ist als ich. Okay, okay. Ich habe alles vom Fantasyberg aus gesehen. Aber hast du nicht gesagt, dass das Tablet dir gehört und du die Einzige bist, die damit spielt? Ja, ja, Entschuldigung. Hier gehört jedem absolut alles. Aber hilf mir, bitte. Okay, lass den Champion mal ran. Oh, wie toll. Wow. Los, Lena. Los, Dreamy. Los, Dreamy. Ja. Lena. Was ist los? Das Tablet funktioniert nicht. Es hängt. Das ist unser Fehler. Tut doch irgendwas. Warte. Wie meintest du, bist du noch mal da reingekommen? Naja, ich bin in ein Portal geraten. Ich habe unbewusst etwas gesagt. Wie war das? Höher als ein Flugzeug werde ich springen? Werde ich springen. Das wird mir? Das wird mir? Wie war das? Oh ja, richtig. Und mich zum geflügelten Herz bringen. Und mich zum geflügelten Herz bringen. Ja! Hey, ich kann mich nicht bewegen. Wow, das war aber eine tolle Idee. Oh. Komm schon, Dreamy. Wir haben es gleich geschafft. Wow, wie aufregend. Komm, wir machen das zusammen. Wir kriegen das geflügelte Herz. Oh, Dreamy, du bist immer noch in dem Spiel. Danke, Dreamy. Ich hätte es nie ohne dich geschafft. Magic Tier! Ja! Du spielst echt am besten. Das war einfach. Ich habe von der Besten gelernt. Hey, schau! Ein Videospiel! Oh.
Good night, Conny. Zeit, schlafen zu gehen. Und du hältst ein Auge offen. Nicht, dass wieder genau das Gleiche wie letzte Nacht passiert. Hm? Oh, nicht schon wieder. Hm? Cutie, beschütz mich. Hilfe! Was ist los, Conny? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Wirklich. Ach, Conny, es ist immer das Gleiche mit dir. Okay, wer ist dran? Ich war gestern schon. Missy ist dran. Ich habe morgen viel zu tun. Ich muss schlafen. Lori soll das machen. Okay, ich komme ja schon. Na toll, jetzt bin ich dran. Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen können. Immer hab ich Pech. Es ist immer das Gleiche. Das einzig Monströse hier ist dieser Cupcake. Bäh. Hat vielleicht das Monster vergessen? Das Monster existiert nur in deiner Fantasie. Gute Nacht. Danke, Lori, dass du bei mir schläfst. Ist doch klar. Schlaf gut. Conny, so kann das nicht weitergehen. Du musst alleine schlafen. Aber das Monster... Entspannt euch, ihr müsst einfach Schäfchen zählen. Und macht etwas, das euch Spaß macht. Wie Cupcakes und viel Lachen. Ah! Ich werde Cupcakes machen und wenn dann viele Monster kommen... Conny, die Fantasies sind da. Sie wissen, wie man dir die Angst nimmt. Wirklich? Wie? Mit dem magischen Helm. Wow, ein Fantasy-Helm. Wow. Das ist kein gewöhnlicher Helm. Es ist ein magisches Objekt, das jedem Mut verleiht, der es trägt. Hey Conny, das steht dir aber gut. Viel mutiger. Du siehst aus wie eine echte Fantasy. Der ist nicht wirklich magisch, oder? Nein, aber schau, wie glücklich sie ist. Mal schauen, ob ich endlich schlafen kann. Wenn nicht, werden die Tierchen schon den Job erledigen. Oh nein! Ein Schaf, zwei Schafe. Ah! Ich muss einfach Cupcakes machen. 100 Schafe, 1000 Schafe. Ah, der Helm, ja. Ihr bekommt mich nie. Woher kommt denn der Lärm? So ein Durcheinander. Was machst du denn? Dank der schlauen Susu und dank dem kleinen magischen Helm hier sind die Schatten verschwunden. Wir müssen dir was beichten, Conny. Der Helm hat keine Kräfte. Du hast deine Ängste allein überwunden. Wirklich? Ich alleine? Das bedeutet, dass ich mutig bin. Und wenn du mutig bist, verschwinden die imaginären Monster. Danke, dass ihr an mich glaubt. Magic Tears! Wow. So toll! Oh, ich werde müde. Ja. Monster gibt es doch nicht. Der magische Helm. Aber ihr habt doch gesagt, er sei nicht echt. Zur Sicherheit, gib ihn mir. Hey, glaubst du, sie haben gut geschlafen? Hey, wolltet ihr mir nicht helfen? Rennt nicht weg, zählt Schäfchen oder irgendwas. Glaubt ihr, wir sind hier sicher? Ich sage doch, Monster gibt es gar nicht. Cry Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und Magie.
Der größte Streich. Schaut mal, was ich gestern im Fluss gefunden habe. Das ist nicht das erste Mal. Sie müssen mehr aufpassen. Ganz genau. Plastik ist ja schlecht für die Flüsse. Es kann nicht wahr sein, dass sie das Wasser verschmutzen. Lasst uns den Babys im Tal eine Lektion erteilen. Lasst uns das Wasser färben. Übertreiben wir nicht etwas? Nur ein kleines bisschen. Ab nach oben. Dort beobachten wir sie durchs Fernglas. Okay, nur ein Scherz. Das wird lustig. Ja. Dreimal gewonnen. Warte mal ab. Meine sind besser. Ich bin dran. Bereit für meine neue Erfindung? Der fliegende Stein. Vorsicht! Oh nein, was hast du getan, Missy? Gar nichts. Und warum ist das Wasser lila? Die Luftblasen der Häuser sind lila. Kommt, lasst uns den Schnullerbrunnen ansehen. Hashtag lila, Hashtag Wasser. Was hat das nach Eiscreme schmeckt? Irgendwas stimmt nicht mit unserer Welt. Wir müssen die Fantasies um Hilfe bitten. Geflügeltes Herz, ich will auf die andere Seite. Ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal wird erscheinen. Wo sind denn alle? Zeig mal her. Da ist Lala. Arme Katie. Da, wie dumm sie aus der Wäsche schaut. Ich liebe den Streich, das Wasser zu färben. Die Fantasies waren es. Sie haben das Wasser gefärbt. Und sie beobachten uns durch das Fernglas. Und lachen uns aus. Sehr witzig. Sich über uns lustig machen, das können wir auch. Hallo, Conny backt kleine Küchlein. Schnell ins Tal. Ich will welche. Hey, lass mir eins übrig. Ich kann nicht fliegen. Wo geht ihr hin? Cupcakes bei Conny zu Hause. Jetzt sind wir dran mit Beobachten. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sie sind direkt auf den ersten Streich reingefallen. Mal sehen. Ich bin mir sicher, sie sagt... Ah, das steht mir super. Es passt zu meiner Augenfarbe. Der zweite Streich hat auch geklappt. Na sicher, obwohl ich ja lieber wie eine Wildbeere aussehe. Sie haben uns. Schnell weg. Hey, das reicht. Ihr habt uns mit Farbe beschmutzt. Ihr habt unser Wasser gefärbt. Das war nur ein Witz. Die Farbe wird wieder verschwinden. Wir wollten euch nur eine Lektion erteilen. Letztens haben wir eine Plastikflasche im Fluss gefunden. Und das geht so nicht. Wasser ist sehr wichtig für unsere Welt. Das betrifft uns alle. Da hilft auch gar kein Haufen Geld. Also, es war ein schlechter Witz. Und wir haben diese Flasche nicht weggeworfen. Irgendjemand muss sie weggeworfen haben. Schon wieder die Flasche. Wir waren das nicht. Ihr wart das. Hey, meine Flasche. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Der Wind hat sie letztens weggeweht. Ach übrigens, was feiert ihr eigentlich? Was wir eigentlich feiern? Den Tag der Farben. Okay, okay, Entschuldigung. Um ehrlich zu sein, wir haben den Witz etwas übertrieben. Aber am Ende ist es lustig geblieben. Fantasy Magic Tears! Wow, wie schön. So schön. Kann mir jemand erklären, was hier passiert ist?
es ist das große beflügelte Nachbarschaftsfest. Deine Einladung ist angenommen. Leider hat mein Po etwas abbekommen. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir deine Tiara leihen? Ich brauche etwas Spektakuläres. Bitte, bitte. Okay, die Tiara sollst du haben. Aber hör auf, danach zu fragen. Ich werde alle Babys dieses Jahr mit meinem Look überraschen. Aber dieses muss geschehen. Die Tiara darf nicht verloren gehen. Keine Sorge, ich passe schon darauf auf. Oh, wow, das ist eine große Ananas. Gefällt euch meine tropische Krone? Wow. Denkt nicht mal dran. Ich habe sie von den Fantasies geliehen. Sie ist aus einer speziellen Pflanze. Ich werde besser aussehen als Candy. Das glaube ich nicht. Hä? Wow. Kann ich mit ihr ein Foto machen? Darf ich versuchen, damit Dinge zu erraten? Ich würde gern sehen, ob sie mir steht. Nein, nein und nein. Ich muss auf sie aufpassen. Sie ist sehr wertvoll. Wir sehen uns morgen bei meiner Party. Es ist unsere Party. Schlaf gut, meine hübsche Tiara. Wir müssen morgen einwandfrei aussehen. Ah, juhu, heute ist mein Tag. Oh nein, die Tiara. Nein. Die Tiara war dort. Sie war sicher. Das ist wahr, Tina. Ich gebe dir mein Wort. Ohne die Tiara funktioniert die Kugel nicht. Tina kann nicht mehr reimen. Ich habe keine Superkräfte ohne die Tiara. Wer hat sie genommen? Gib sie mir zurück. Ihr wart eifersüchtig, weil ich die Tiara hatte. Cammy, Tina und ich brauchen deine Hilfe. Du warst auf einem Ausflug, deswegen wissen wir, dass du es nicht warst. Hey, schieb die Schuld nicht auf mich. Ich war mit den Fantasies unterwegs. Perfekt. Jedes Baby aus der beflügelten Nachbarschaft wird verdächtigt. Außer Patty. Bitte verlass den Tatort. Wer hat das getan? Schau nicht mich an. Tina, du hilfst mir. Wir müssen zuerst gründlich den Tatort untersuchen. Eine Sonnenbrille, eine Schleife, ein Ladegerät. Aha! Was ist das? Candys Kram. Jetzt probieren wir es mit Fingerabdruckpulver. Ich habe drei Verdächtige. Mal sehen. Wir haben drei Babys, die Gründe hatten, die Tiara zu stehlen. Darf ich versuchen, damit Dinge zu erraten? Du, weil Candy sie dir nicht gegeben hat, hast du sie dir genommen. Ich habe sie nicht gestohlen. Wie kommt denn deine Sonnenbrille dann an den Tatort? Ja, ich habe sie mir genommen. Aber ich wollte sie nur anprobieren. Es war schwer, den Safe zu knacken. Und als ich sie anprobiert habe und festgestellt habe, dass sie mir gar nicht steht, habe ich sie zurückgelegt. Dann war es Lena. Deswegen war dort dein Ladegerät. Ich war es nicht. Als ich ankam, war der Safe schon offen. Und ich habe nur ein paar Fotos für meine Follower geschossen. Und dann habe ich alles dort gelassen. Das einzige Baby, das also übrig bleibt, ist... Ich würde gern sehen, ob sie mir steht. Sascha! Ich habe doch schon meine Ananaskrone. Oh, wo? Wie erklärst du dir dann, dass das hier am Tatort gefunden wurde? Die benutze ich für Geschenke. Jeder könnte so eine haben. Sicher. Wieso bist du dann so nervös? Nein, ich habe nicht. Meine Krone! Stehen bleiben! Haltet den Dieb! Ich bin nur gerannt, um meine Ananaskrone zu retten. Nady! Die Tiara, komm her! Jetzt verstehe ich's. Die Fußabdrücke von den Tierchen. Ups, wie konnte ich das übersehen? Tut mir leid, Sascha. Du hättest mir sowas nie angetan. Ist okay. Am Ende hat nicht Candy für eine Überraschung gesorgt. Aber ihr Tierchen. Magic Tier! Wow! Abgefahren! Fantastisch! Lang lebe das beflügelte Nachbarschaftsfest! Die Verwirrung heute war ziemlich verrückt. Doch ganz am Ende ist trotzdem alles geglückt.